Hello. Yeah. Hi. Hi, everyone. I hope you all had a nice lunch. And now we start with our sessions again. At the DKF, we've always endeavored to expand our horizons and widen the scope. And the idea was to open the platform to interesting startups who are doing great stellar work. And one of the startups which is here is MD Next. We have Karen Carpenter from MD Next. She started her career in 1994 with Reuters, and then she had a lot of sales and market data positions across different firms. And as she got involved more and more into market data management, she came up with the idea for MD Next and would be presenting the session today on innovative solutions for tomorrow's market data management, driving automation, using technology, and achieving efficiency. Thank you. Thank you very much. I think I have the microphone. Okay. I'm sorry, I forgot to introduce and Daniel Winkler as well, but that comes later. I'm the man in the back. Coming to the front. Moving. Yeah. Hello everyone. Vielen Dank, dass Sie nach dem tollen Mittagessen den Weg zu uns gefunden haben. Maybe first question, is there anyone not speaking German? Other than you, we have announced the. You know where the door is. We have announced the presentation in German, so I'm happy to do it in German. But English is equally fine. You tell me. I'm here for you. Okay, sieht nach Deutsch aus, ja? Alle gut? Ja, wunderbar. Dann herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin hier heute mit meinem Kollegen Daniel Winkler. Ich bin selbst die Founderin und Managing Partner von MD Next. Wir sind nach Jahren der Erfahrung im Projektmanagement und in der Beratung unserer Kunden im Marktdatenmanagement eben letztes Jahr gestartet mit einer neuen Firma, die jetzt heißt MD Next. Und die Firma musste deswegen neu aufgestellt werden, weil wir auch sehr viele neue Ideen hatten und die haben wir alle von unseren Kunden bekommen. Und das Schöne daran ist, und ich wurde heute Morgen, also ich war schon wirklich sehr aufgeregt nach dem ersten Panel, weil ich wurde mehr als bestätigt, ja, in unserem Ansatz bei MD Next, als auch die Frau Rolf heute in der Früh von der DZ Bank auf dem Panel sagte, ja, wir machen gerade ein ChatGPT für unsere internen Daten. Und wir versuchen, unsere Prozesse zu optimieren und sie zu automatisieren und effizienter zu gestalten. Genau das ist unser Thema auch bei MD Next. Und so laden wir Sie heute Nachmittag ein, in den nächsten 25 Minuten, 30 Minuten mit uns einen Sprung in die Zukunft zu machen. Die Konferenz steht ja unter dem Motto AI, the race is on. Das können wir nur bestätigen, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, wenn wir vor Ort sind, wenn wir implementieren. Wie wir das machen, ist unser Testimonial. Die Laura, ich darf es verraten, auch die Tochter vom Daniel, der hier in New York zwischen Rotphasen an der Ampel in die Höhe springt und dabei nicht nur das Sense of Urgency rüberbringt, sondern auch noch sehr viel Spaß und Fun. Und ich glaube, das neben der Rekrutierung und Schaffung neuer Talente für die Branche insgesamt ist genau das, was wir zu tun haben. Hochzuspringen in kurzer Zeit und das mit viel Engagement, Energie und Freude. Einfach auf den Groß. Ja. So, wer sind wir? Was wollen wir tun? In zwei Zeilen ausgedrückt, wir möchten hier Go-To-Partner sein, um eben die nächste Ebene der Effizienz erreichen zu können, wenn es um das Thema Marktdatenmanagement geht. Und da geht es vor allem um die Prozesse, die wir sehen bei unseren Kunden noch sehr, sehr fragmentiert sind. Und ja, ich sage mal, das Marktdatenmanagement, das Durchsehen von Verträgen, das Erarbeiten von, bin ich compliant oder nicht, alles das ist sehr, sehr mühsam. Und wir sehen auch die Prozesse, die durch das Unternehmen gehen, von Sourcing bis hin zur Datendistribution und der eigentlichen Usage, eigentlich noch immer sehr, sehr in Silos und wenig miteinander verknüpft und automatisiert. Und genau das ist unser Credo, wenn Sie mit uns arbeiten, dann beginnen wir natürlich, bevor wir jetzt in die Zukunft springen, die Plattform zu bauen. Und da beginnen wir einmal mit der Vendor Compliance, ja, hier die Basis zu legen und diese ewige, mühselige Frage mit und für Sie zu beantworten, bin ich denn compliant, ja, mit dem, was ich unterschrieben habe, wie verwende ich meine Daten?
Im nächsten Schritt bauen wir die Plattform, von der Sie dann springen können, weiter aus, indem wir dann die ganze Usage mit Ihnen optimieren und dabei Duplikate etc. Reduzieren im Unternehmen, Redundanzen rausnehmen und ganz, ganz wichtig, die Usage mit dem wirklichen Bedarf der Anwender abgleichen. Das Wichtige dabei ist, Sie haben sicherlich alle gesehen, der neue Research Report ist raus vom letzten Jahr. Market Data Spend, wir sind mittlerweile bei über 40 Milliarden. Die Dunkelziffer, wie uns das BVI verraten hat letztes Jahr, ist wahrscheinlich viel, viel dunkler, also viel, viel größer. Und da geht man sogar von 50, 60 Milliarden aus. Aber ich glaube, auch 40 Milliarden ist schon eine sehr, sehr stolze Zahl und ein Double-Digit-Growth. Ja, wer zahlt das? Ja, alle die, die Daten konsumieren. Und da versuchen wir eben auch auf der kontrollierenden Seite hier zu unterstützen und auf der Kostenseite Transparenz zu schaffen. Das Gleiche für die Risiken. Ich darf nicht so viel verraten und wahrscheinlich viele von Ihnen würden mir beipflichten, wenn man oft hört in den Banken, in den Versicherern, dass C-Level sagt, ja eben, es ist schon wieder so viel teurer geworden, wir wollen eigentlich Kosten einsparen. Und dabei werden vielfach und vielerorts Risiken übersehen, die sich im Marktdatenmanagement verbergen. Und genau da wollen wir ansetzen und diese auch transparent machen. So, und wenn Sie das jetzt alles geschafft haben, dann können wir wirklich auf die nächste Ebene gehen und in die Zukunft springen und uns der Automatisierung widmen. Und das machen wir. Wir sind ein Consulting-led Business, wir sind ein Beratungsunternehmen für das Marktdatenmanagement, aber wir haben gesehen in unseren Projekten, dass es mit der Beratung alleine nicht für die Dauer getan ist. Ja, wir können hier initial Transparenz schaffen, wir können eine Plattform für Sie bauen, wir können Dinge lösen, aber vielleicht haben es auch viele von Ihnen schon erlebt, 2 Jahre später vielleicht, Sie haben ein Beratungsprojekt abgeschlossen und 2 Jahre später fängt das Ganze wieder von vorne an. Ja, und der Frust ist groß und die Kosten steigen noch mehr. Und genau deswegen haben wir uns hier Prozesse identifiziert, wo wir gesagt haben, ja, die sind repetitiv. Da können wir was tun und da holen wir uns jetzt eben die Automatisierung rein. Und das machen wir dann eben über Lösungen. So gehen wir so von rechts nach links in die Zukunft und wie wir das jetzt machen, da führt uns jetzt kurz einmal der Herr Winkler. Das darf ich erläutern. Wir hätten übrigens hier noch 5 Plätze vorne. Ah ja, war klar, dass du kommst. Eben, also bitte. Ja. Gut, wir haben 4 Schritte zur Glückseligkeit im Market Data Management identifiziert. Der erste, die Basis, ist natürlich mal das Erfassen, die Inventur, die Bestandsaufnahme zu machen. Wir sehen in den Projekten immer wieder, obwohl so viele Abteilungen, von Rechtsabteilung bis Sourcing, Market Data Management, Fachabteilung, IT, alle sind involviert, wissen aber teilweise nur Teile aus der ganzen Landscape. Die Daten werden geliefert über Feed, über FTP oder sonst irgendwie. Dann weiß vielleicht noch ein Application Owner, die gehen dort rein, weiß noch, dass es irgendwo downgestreamt wird, aber wo das dann hingeht und vor allem dann global in die ganzen Entities, da ist der Überblick nicht mehr da. Und das erfassen wir. Einerseits auch aufgrund unserer Expertise, da wir alle Ex-Vendoren sind und natürlich die Zusammenhänge bei Ihnen als Kunden verstanden haben im Vertrieb und weil wir auch selber bei Audits beteiligt waren. Das heißt, erfassen, was ist da, wie schauen die Verträge aus, wie sind die Rechnungen, wie rapportieren Sie das, auch den Datenfluss zu erfassen. Wir haben Beispiele gehabt, wo die Nutzer alle lizenziert wurden vom Vendor, aber die Daten wurden auch in einer Datenbank abgelegt. Und da gab es wieder Nutzer dazu. Es hatte keiner erfasst, die waren alle nicht lizenziert. Insofern muss man dort nachlizenzieren. Wenn man das mal alles erfasst hat, dann ergeben sich auch schon sofort eigentlich Synergieeffekte, beziehungsweise man sieht auch Risiken, dass eventuell beim nächsten Audit eine Nachzahlung fällig wird, weil man hier die Daten anders nutzt, die User anders nutzen oder in der Applikation auch anders genutzt wird oder gar verteilt noch werden im Unternehmen als solches.
So, also der Review, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt, und dann das Optimizing, die Synergien entdecken. Duplikate haben wir auch schon gefunden, relativ rasch, wo die eine Abteilung dasselbe nutzt wie die andere. Und man gesagt hat, okay, das muss eigentlich nicht sein. Wir müssen einfach den Prozess zusammenlegen als solches. Dann sind wir eigentlich so weit, dass wir sagen, okay, wir kennen den Prozess, wir haben die Bestandsaufnahme. Jetzt können wir überlegen, wie wir das automatisieren. Weil da schwirren noch manuelle Prozesse rum, das glaubt man gar nicht. Sie kennen das. Aber wir sind immer wieder erstaunt, wenn wir das sehen. Da meldet der Applikations-Owner die Nutzer. Das geht dann erstmal an den, der das Inventory-System befüllt. Der lädt eine Liste raus. Die geht an Market Data Manager. Und der verteilt es dann an den Sourcing Manager, um den Report an den Vendor zu berichten, der halt quartalsmäßig gemacht werden muss. Da setzen wir an. Und das tun wir mit einem Eco-Partner-System, wo wir sagen, die Expertise, wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Und da werden wir auch später einige Lösungen zeigen, jetzt erstmal hier als Screenshot. Aber wie gesagt, Sie sind eingeladen, sich zu melden bei uns und das live zu sehen. Und einige lassen sich auch testen, und zwar realistisch. Das heißt, angepasst an ihren Bedarf. Ja, und wenn man da mal so weit ist, dass man automatisiert und digitalisiert hat Prozesse, was ich eingangs gesagt habe, dann sind Sie eigentlich in der Führungsrolle. Das heißt, Sie können das orchestrieren. Sie haben dann die Kontrolle, Sie können es managen und haben Prozesse, die vorher endlos manuell waren, automatisiert und können sich dem eigentlich widmen, nämlich dem Geschäftsmodell, neuen Regularien, neuen Investmenttrends und sehen, wie Sie die erfolgreich bewältigen, anstatt ständig hinterherzulaufen im Marktdatenmanagement und immer die Befürchtung zu haben, ein Audit zu haben oder gegebenenfalls Daten doppelt einzukaufen oder zu teuer einzukaufen. Die Transparenz ist ein sehr wichtiger Schlüssel. Wir begleiten Sie in allen vier Bereichen. Sie hören mich, ja. Wir begleiten Sie in allen vier Schritten mit unserer Beratungskompetenz. Mein Kollege, der Daniel, hat es gesagt, ja, wir haben alle sehr, sehr viel Vendoren-Erfahrung. Ja, also können das gut aus dieser Brille sehen, aber eben auch verstehen jetzt, wie das für Sie im Unternehmen bei den Kunden ankommt. Wir haben auch multiple, also unterschiedliche Vendoren. Und von daher, wir waren auch in der Vergangenheit in den Audits inkludiert, daran beteiligt und wir haben sie sogar auch durchgeführt. Von daher war für uns jetzt auch wichtig, sage mal, auch dieses Dreier-Spannungsverhältnis, ja, für unsere Kunden aufzulösen. Und das Dreier-Spannungsverhältnis, damit meine ich auch jetzt die Vendoren, die Banken, Versicherungen, Energielieferanten, Corporates, die alle Marktdaten konsumieren. Und eben die Beratungshäuser. Ja. Und wie wir das auflösen, ist im Sinne eines Friendly Audits. Ja, und zwar in einer, und darf ich mal sagen, etwas entspannteren Atmosphäre, als wenn jemand anklopft, eine Börse oder ein Vendor sagt so, und jetzt kommt ein Audit und ich würde bitte gern zu Ihnen on site kommen und es geht schon los. Und die Projekte sind weder budgetiert noch ressourcenmäßig unterstützt und eigentlich hat sowieso niemand Zeit dafür, weil das Ganze ist auch, ich weiß, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber in Absenz was Besserem, würde ich sagen, das ist fast so wie ein Perpetuum mobile. Ja, das steht nie still, das bewegt sich immer weiter. Ja, irgendjemand zieht immer gerade, entweder ein User, der sagt, ich brauche mehr Marktdaten, oder ein Vendor, der sagt, ich habe wieder eine neue Policy, oder ein System, was abgegradet gehört. Also das ist ja nie ein Stillstand. Und deswegen möchten wir im Sinne eines Friendly Audits Sie vorbereiten, dann auch auf die Compliance mit den Vendoren in einer, darf ich sagen, etwas entspannteren Atmosphäre, und wenn Sie es planen können. Wichtiger war, ist heute das Thema die Automatisierung, ja, weil das gibt Ihnen eben dann die Möglichkeit, als Dirigent dieses Perpetuum mobile dann auch zu steuern und vielleicht laufen zu lassen, sich anderen Themen, nämlich der Business und diesen auch Mehrwert, ja, den ja Daten schließlich für das Unternehmen generieren, widmen zu können. Unser Lösungsansatz ist, Sie haben bestimmt schon einiges
ja, an Lösungen. Also wenn Sie schon Ihre Geschäftsprozesse mit einem Tool modellieren, dann arbeiten wir mit dem. Ja, also wir kommen jetzt nicht mit einem ganzen Paket und stellen hier Ihre IT-Infrastruktur oder die ganze Landscape um. Nein, wir arbeiten mit dem, was Sie vor Ort haben. Aber wir haben eben gesehen, dass es in vielen Bereichen nichts gibt, ja, was gewisse Prozesse unterstützt. Und genau da haben wir uns jetzt bei MDNext Partner gesucht, die das unterstützen können, die das vielleicht schon erfunden haben und da wirklich Experten und Profis drinnen sind. Und da gibt es jetzt eben verschiedene Use Cases, die dieser Automatisierung folgen können. Wir haben hier mal ein paar aufgelistet. Einen haben wir vorbereitet, den wir Ihnen jetzt gerne zeigen können, aber bei Bedarf können wir natürlich auch weitere dann diskutieren. Das überlasse ich dann gerne auch den Frageminuten, die wir gleich in circa 5 Minuten starten werden. Invoice Processing, viele haben dieses Thema gelöst, aber viele eben auch noch nicht. Da geht es darum, dass die Rechnungen reingeflogen kommen, ja, vielleicht im PDF-Format, 54 Seiten, und das muss man jeden Monat oder jedes Quartal auslesen und analysieren und mit den Verträgen abgleichen, mit dem Inventory abgleichen und so weiter. Das unterstützen wir mit einem unserer strategischen Partner, das sind die West Highland Support Services aus den USA. Ich glaube, einige haben sie vielleicht auch letztes Jahr hier am DKF gesehen und kennengelernt. Wir sind der exklusive Partner für Europa. West Highland gehört mittlerweile zu TNS, also auch ein globales Unternehmen, was auch wunderbar Infrastruktur zur Verfügung stellt für Hosting von Services rund um den Globus. Das kommt uns sehr zugute. Und hier arbeiten wir mit einem Robotic Process Framework und einem Teil AI, was diese genauen Rechnungen lesen kann und Ihnen helfen kann, diesen Prozess zu automatisieren, damit Sie die Rechnungen dann wunderbar ganz einfach konvertiert in ein Excel bekommen und dann Ihre SAP oder wie immer, was Sie im Einsatz haben für die Umsetzung und Abwicklung dieser Rechnungen, dann einfach weiterschicken können. Und das ist dann in dem Fall so ein Prozess, der repetitiv ist und den man wunderbar automatisieren können, falls Sie das nicht schon erledigt haben. Weiter, wir haben schon gesprochen über Compliance Controls. Magst du dazu noch was sagen, Daniel? Gerne. Also es ist tatsächlich immer wieder, wie ich sagte, es sind so viele Abteilungen bei Ihnen beschäftigt damit, aber es ist halt immer nur ein partieller Einblick. Wir finden immer was. Es ist echt erstaunlich. Teilweise Paragraphen, die übersehen worden sind in Verträgen von 5 Abteilungen inklusive der Rechtsabteilung, wo es einfach darum geht, dass der Kunde versteht, wie er die Daten von Vendoren nutzen kann und dass er das halt vertragskonform auch entsprechend macht. Sobald man das mal erfasst hat alles, haben wir hier auch mit Partnern Lösungen, um die Services zu kombinieren mit den Nutzungsrechten. Da kommen wir dann gleich auch zum Beispiel beim Indexmanagement dazu, gerade beim Asset Manager. Sie haben zig Index-Provider, die ihre Indizes, die Daten Ihnen liefern. Keiner, so meine Erfahrung auch im Vertrieb beim Index-Provider gewesen, hat den Überblick, was eigentlich alles ins Haus geliefert wird. Das sind Überlappungen, sei es, man sucht den Eurobond-Index, X sowieso, hat den mehrfach im Haus. Es wird ein Index gesucht für ein Mandat, um zu pitchen. Und hier bieten wir auch eine Lösung mit West Highland, indem wir die Daten, die geliefert werden vom Index-Provider, erfassen, welche Indizes, damit man einfach mal eine Suche machen kann, was haben wir schon im Hause. Dazu kombiniert, verlinkt, wie darf ich den nutzen als solches. Und dadurch ist es möglich, dass das Sales-Team mit dem Portfolio-Manager sich erstmal in Ruhe das ausschaut, was da ist. Gegebenenfalls muss irgendwas gecustomized werden, kann sein. Aber man hat mal die Sicherheit, dass man nicht beim Vendor anrufen muss, wie ich das auch oft bekommen habe, ist denn der Index im Paket? Wo ich gesagt habe, ja klar. Und ich wusste, die kriegen 5000 Indizes, nutzen davon 5. Da war ich froh, dass sie jetzt mal 6 sind, ja, damit das nicht irgendwann jemand auf die Idee kommt, das zu kündigen. Also wieder die Transparenz zu bekommen. Dann haben wir noch
Data Notification, da gehen wir ja noch drauf ein. Du wolltest noch, glaube ich, Dynamic Reporting kurz erwähnen. Und ich kann noch kurz über User und Usage Management sprechen. Auch das ist ein Thema, was ja aus der Erfahrung beim Vendor gelernt habe. Die User, Portfolio Manager oder wie auch immer, registrieren sich selber am Portal. Das ist alles rechtens, ja, weil da gibt es einen Vertrag, da wird die E-Mail-Domain genommen und dann registrieren die sich. So, bis zu dem Punkt, und das habe ich damals auch beim Vendor gemacht, wo ich gesagt habe, ich hole mir jetzt mal eine Liste von uns, wer da alles registriert. Ja, da stellt es sich dann raus, das sind Leute, die schon längst weggegangen sind, aber noch aktiv das nutzen. Dann gab es irgendwelche Privat-E-Mail-Accounts und so weiter. Auch hier eine Lösung von West Highland, über ihr Active Directory das zu verbinden. Das heißt, es registriert sich niemand mehr selbst, sondern das wird zentral gemacht. Das heißt, das werden wir dann nachher in einem Screenshot auch sehen, der User loggt sich einfach ein bei ihm im Firmensystem, kriegt ein Bildschirm mit den Kacheln und den Servicen, das werden wir dann gleich sehen, auf die er zugreifen darf. Wenn er weggeht aus dem Unternehmen, wird er gelöscht aus dem Active Directory und der Account und die Registration wird auch gelöscht. Gut, vielen Dank. Vielleicht ganz kurz noch zum Thema Dynamic Reporting. Ich hatte es eigentlich nicht vor, heute im Detail zu erzählen, aber nachdem die Konferenz ja unter dem Thema AI The Race is On steht und wir heute in der Früh bei dem Panel auch schon gesehen haben, wie hier AI zum Einsatz kommt, dann darf ich Ihnen jetzt verraten, dass wir auch dabei sind, eine exklusive Partnerschaft im Markt zu lancieren. Und da gibt es dann ein, ich nenne es jetzt mal, ChatGPT für Ihre internen Daten und Prozesse. Ja, also wir fokussieren uns immer ausschließlich auf die Datenmanagement-Prozesse. Es ist wie ein ChatGPT, was wir Ihnen zur Verfügung stellen können. Es sind, die Frau Rolfertz hat euch auch in der Früh gesagt, es sind sehr sensitive, vertrauliche Daten und von daher können Sie diese Technologie auch bei Ihnen in Ihrer Umgebung implementieren und nutzen. Aber auch von der technischen Seite her gibt es die Möglichkeit, das bei uns dann im Hosting zu haben. Ich nenne es Dynamic Reporting deswegen, weil ich habe immer gesagt, naja, wir haben hier sowas wie BI, ja, wir haben ein Power BI, wir haben alles Mögliche an Abfragen und Auswertungen, die wir mit Daten machen können, die Ihnen helfen, sich auf Meetings vorzubereiten etc. Was ändert sich denn wirklich mit der AI? Und die Antwort ist eigentlich diese Dynamisierung der Abfragen. Ja, Sie kennen, haben es wahrscheinlich jeder schon mal probiert, das Prompting in ChatGPT und was da alles rauskommen kann. Und dann fragt man das Nächste, ja, und die Intelligenz geht dann immer weiter und trainiert natürlich ihre Fragen mit und lernt natürlich automatisch, ja, mit. Und genau das machen wir hier auch bei den Prozessen, um das zu wesentlich effizienter zu gestalten. Und was hier die ChatGPT für ihre internen Daten dann auch kann, ja, wenn sie eine Abfrage starten und bringt gleich die Auswertung mit dazu in tabellarischer Form oder was immer dann gefragt ist. Wir haben es heute in der Früh auch gesehen im Folienformat. Auch das ist möglich. Aber was diese auch kann, ist dann Ihnen zu sagen, nein, ich kann Ihre Anfrage gar nicht beantworten, weil Daten X, Y, Z, die fehlen mir noch. Und dann wissen Sie genau, ja, was es hier im Universum nicht gibt in Ihrem eigenen Unternehmen und dann kann man das dazu packen. Wir werden zu dieser Technologie, also wir sind jetzt gerade im POC, wir testen das gerade durch und planen dann in circa 2 Wochen hier mit der Kommunikation zu beginnen. Wenn Sie daran Interesse haben, das auch mit uns diesen Weg zu gehen, ja, wir, klar, lernen hier natürlich dann auch gemeinsam auf diesem Weg. Wenn Sie Interesse haben, dann stehen wir natürlich auch hier dann zur Verfügung. Das, was wir für heute vorbereitet hatten, war zu meinem großen Erstaunen, ja, ich hatte kein System gesehen, was wirklich diese Data Notifications gut managt. Ja, für unsere Kunden Bar haben wir gesehen, haben ein bisschen was Internes selbst entwickelt, schauen sich das vielleicht auch an auf einzelner Vendor-Basis, aber niemand hat, also wir haben nichts gesehen, wo es wirklich integriert ist. Und genau da setzen wir wiederum von West Highland hier eine Lösung ein, den sogenannten Data Notification Manager.
Ich habe ja zwei einfache Bilder vorbereitet. Rechts oben sehen Sie quasi dieses Einstiegs-Dashboard, ja, wo die verschiedenen Vendoren aufgelistet werden, die im System mit ihren Data Notifications abgewickelt werden und gemanagt werden. Ja. Hier haben wir nicht alle aufgelistet, die das System kennt. Natürlich ist ein FactSet und ein LSEC auch mit dabei. Aber hier mal ein Screenshot von unserem Demosystem. Wichtig auch, neben der direkten Anbindung der Vendoren à la Bloomberg, Active, ICE etc., sehen Sie hier auch ClearNet. Da hatten eben auch die Kunden vielfach angefragt, ja, was ist mit unseren direkten Verbindungen zu den Börsen? Genau das, ja, wird im System über die Anbindung über ClearNet angeboten. Und noch 5 Minuten. Perfekt. Was auch spannend ist, Sie wollen auf Urlaub gehen oder Sie kommen vom Urlaub zurück, schauen in Ihren Kalender hinein und sehen erstmalig auch eine Kalenderview. Ja, also welche Data Notification ist denn jetzt wann dran? Und natürlich sollen auch die einzelnen Farben, ja, was zu sagen haben. Und das sieht man vielleicht ganz hier auf diesem Screenshot. Da sehen Sie ja, wie die Data Notifications reinkommen. Die werden dann über die unterschiedlichen Flags kategorisiert. Und hier kommt dann diese zentrale Frage, ja, Sie können sehen, welche Data Notifications sind nur für Ihr Unternehmen relevant. Und der ganze andere Rest geht dann raus. Das Gute ist, wir haben heute auch schon in dem Stream Regulatory Reporting viel zum Thema RegTech etc. gehört. Hier können Sie in den Data Notifications auch eine Volltextsuche, ja, mit Keywords etc. machen und damit auch Ihre regulatorische Seite zum Beispiel unterstützen. Und den letzten Punkt, den ich hier noch ganz kurz erwähne, Sie sehen hier dieses Assign To. Das ist uns immer in unserem Ansatz sehr, sehr wichtig, dass wir das ganze Unternehmen für Sie abbilden können und dass Sie Ihre Stakeholder, ja, die alle was zu tun haben mit Marktdaten im Business oder die irgendwas erprobieren müssen, dass Sie das hier quasi automatisiert im System anbinden können und die direkt darüber ansteuern können. Damit kommen Sie hier in eine Automatisierung und das Thema Data Notification wird dann hoffentlich weniger Zeit Ihrer Anspruch, in weniger Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Gut, das wäre mal ein so ein Use Case. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten für Fragen, würde mal an dieser Stelle eröffnen. Kann Ihnen natürlich aber auch noch weitere Use Cases zeigen. Gibt es dazu eine Frage? Also ich denke, in Bezug auf Data Notification ist es, man muss das gesehen haben. Weil im Grunde genommen ist der Punkt, West Highland analysiert ihre Nutzung und filtert das raus, was sie wirklich impactet. Also das heißt, in der Applikation ändern sich Abfragen, es wird teurer, es müssen Entscheidungen getroffen werden. Man kann das an die Fachabteilung weitergeben. Es gibt einen Connect zu einem Ticketsystem als solches. Sie haben quasi ein Steuerungsboard damit und müssen sich nicht mehr durch alle Vendoren, alle Mitteilungen durchquälen und sich fragen, betrifft mich das überhaupt, nutze ich das überhaupt? Das wird automatisiert hier dargestellt. Welche Notification betreffen mich? Sollten Sie auch einen Vendor in der Anbindung hier in der Liste vermissen? Erfahrungen im Projekt haben gezeigt, sobald der Vendor ja in irgendeiner Form die Daten zur Verfügung stellen kann, ja, über ein API idealerweise oder über eine Customer Zone, können wir diese Daten dann relativ rasch im Schnitt zwischen 8 und 12 Wochen anbinden, ja, und im System zur Verfügung stellen. Aber da sind wir natürlich abhängig auch vom entsprechenden Vendor. Ja, damit zusammengefasst die Benefits. Dieses System soll wirklich ein Beispiel sein, ja, wie wir arbeiten. Das heißt, unser Ansinnen ist, obwohl wir ein Beratungsunternehmen sind, und es ist natürlich unser erster Ansatz, aber unser Ansinnen ist, dass wir für unsere Kunden eine nachhaltige Lösung, ja, produzieren und dass wir eigentlich aus den Projekten so schnell wie möglich wieder draußen sind. Nicht, weil wir sie verlassen wollen, ja, sondern weil wir unsere Kunden zufrieden machen wollen. Und wir haben halt versucht hinzuhören und gehört, dass die Kunden gesagt haben, ja, aber wir haben es ja mit den Consultants schon so oft probiert und das hat uns Millionen gekostet und eigentlich fangen wir jetzt wieder von vorne an. Genau dem versuchen wir Abhilfe zu schaffen. Es ist nichts, was wir über Nacht machen können, aber gemeinsam
sage ich, schaffen wir den Sprung in die Zukunft. Dann dürfen wir uns recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, stehen für Fragen zur Verfügung, jetzt noch oder gerne danach. Und natürlich erreichen Sie uns auch elektronisch auf den verschiedenen Wegen. Vielen Dank.